Hey Leute und willkommen zu Flieg mit Dominik. Der Stefan nämlich, der fliegt heute mit Egypt Air von Johannesburg zurück und ich fliege mit Alitalia. Das liegt daran, dass wir zwei getrennte Tickets hatten, weil Alitalia so einen tollen Rabatt hatte und da musste man für jeden buchen. Und naja, am 27. sollten wir irgendwie zurück und dann wurden wir verschoben und nur einer verschoben, bla bla bla. Lange Rede, kurzer Sinn. Im Endeffekt war es dann so, dass ja, Stefan die Chance genutzt hat, mit einer anderen Airline zu fliegen und ich mache jetzt Flieg mit Dominik. Zuerst war ich in der Slow Lounge, das ist die, die ich euch jetzt mal zeige. Das Angebot war echt toll, vor allem mit eigener Bar und dem Essen. Ich konnte gar nichts essen, habe nur was getrunken. Jetzt bin ich mit Stefan wieder raus, wir gehen jetzt in die Priority Pass Lounge. Das war nochmal kurz zusammen hier eine halbe Stunde und viel Spaß bei meinem Video. So, angekommen an meinen Sitz, aber Stefan hat mir den falschen reserviert. Ja, das ist es halt. Da saß nämlich Stefan als letztes und ich saß einen weiter vorne. Jetzt sitze ich auf 5J. Ich will mich mal nicht beschweren, aber Stefan, hey, ich will nicht nochmal deinen Sitz, denn das hier sieht zwar sehr schön aus, aber ich kann es überhaupt nicht nutzen und man ist so ein bisschen, es ist relativ dunkel. Also nicht Dominik motzt, aber hey, schon okay. Was soll ich machen? Mache ich das mal so ein bisschen wie Stefan. Was finde ich denn hier vor? Also Leute, ihr wisst es ja von Stefans Video. Da ist das Kissen drin. Ich werde auch gleich noch ein zweites brauchen. Die Decke, die mache ich auf. Da ist mein Monitor, mein Tisch. Die Steuerung hier für den Sitz. Das ist ein 180-Grad-Sitz und die Steuerung fürs Entertainment-System. Wobei das auch ein, ja, berührungsempfindlicher Monitor. Stefan würde immer Touchscreen sagen. Dann eine Flasche Wasser und die Kopfhörer, die ich jetzt nicht brauche, habe meine eigenen. Und das Lämpchen hier, eine kleine Ablage. Mein Mikrofon, das brauche ich nachher noch. Und die Speisekarte. Das Boarding ist etwas komisch hier. Viele wollen noch ein Upgrade hier kaufen, mitten im Boarding-Prozess. Also es war irgendwie in Rom das letzte Mal nicht so, vielleicht was ausgebucht. Aber das Seltsame ist, eigentlich hätte ja Stefan auf dem Flug auch mit sein können. Ach nee, das war der 27. Ich habe wieder gelogen, das kommt halt davon, wenn Stefan immer alles macht und ich nur für die Hintergrundarbeiten und die Technik zuständig bin. Ja, mich wundert auf jeden Fall, dass hier, hey, jetzt wird hier noch Catering geladen, eigentlich ist es ja nicht üblich, dass hier so viele Upgrades noch an Bord verkauft werden bei Alitalia. Auch nicht schlecht. Mein toller Platz. Ich mache mir also nachher auf jeden Fall den Vorhang zu. Dann kann ich nämlich auch gut schlafen. Schauen wir mal. Hier ist mein Prosecco als Welcome Drink. Und Glück gehabt. Mein Nachbar hier hat gerade in den Overhead Compartments Platz gebraucht. Und eigentlich wollte ich nach einem extra Kissen fragen, weil das bei Alitalia letztes Mal relativ, ja, dünnbrüstig war, will ich mal sagen. Dominik motzt. Und ich bin froh, jetzt zwei zu haben. Ich bin mal gespannt, wie es Stefan mit Egypt Air geht. Und ja, also der Platz gefällt mir trotzdem nicht. Was meint ihr? Also ich will nicht meckern, echt nicht zu sehr meckern. Versteht das nicht falsch, aber da vorne ist alles irgendwie heller. Aber gute Sache ist, vielleicht hat Stefan da recht gehabt, hier kann ich dafür machen, was ich möchte. Es ist übrigens ein Nachtflug, das heißt, ich kann die Kamera zwar zum Fenster raushalten, aber mit so einer GoPro, und das ist das Einzige, was ich gerade mit habe, wird man nicht viel sehen. Schauen wir mal nachher, wie es so sein wird. Und ich habe mich übrigens wieder dafür entschieden, genau wie beim letzten Mal, aus der Speisekarte, die, ja, wieder die, für die zwei Nudeln zu entscheiden, für zweimal Pasta, weil ich habe keinen Bock auf den Fisch und auf das Fleisch. So, dann wollen wir mal sehen aus einer anderen Perspektive. Ich versuche ja so ein bisschen, Stefan, hier das Wasser abzugraben. Wie funktioniert mein Tisch? Ihr kennt das bestimmt von der ehemaligen Air Berlin, da kennt man den Sitz. Einfach hier raus und ein stabiler Sitz. Was ich nicht so gut finde, ich meine, wie gesagt, jammern auf hohem Niveau.
wenn man an der Seite des Fensters sitzt, ihr seht, stößt man sich hier unter Umständen mit dem Knie. Die Armlehne hier ist nicht verrutschbar. Auch das hier ist wirklich fest und ich bin hier in meinem Sitz sozusagen fest drin. Und hier unten, man sieht es wahrscheinlich ganz schlecht, ist die Ablage für die Füße. Hier kann ich nachher meine Füße drauf tun. Ein bisschen Ablagen hier. Machen wir mal mein kleines Medikamententäschchen weg. Und meine zweite Decke und mein zweites Kissen. Wie ich schon gezeigt habe, die Ablage da. Das Leselicht. Hier oben kann man nicht viel machen. Und ja, das hat Stefan beim letzten Mal auch schon gezeigt. Ich versuche ihn einfach mal so ein bisschen zu kopieren. Hier kann ich jetzt mein Köpfchen, wobei bei mir ist Köpfchen vielleicht der falsche Ausdruck, reintun. Und oh, das ist neu. Das gab es letztes Mal nicht. Oh, das ist schick. Und es gibt es überall, habe ich gerade geguckt. Dann der kleine Airbag nochmal. Hier Anschlüsse. Anschlüsse hier unten einmal für USB, Netzwerk und die Steckdose. Na toll, gerade ging es doch noch rein. Ja, wie es immer so ist. Was haltet ihr eigentlich von den versilberten oder verchromten Lüftungsdüsen hier? Lustig, oder? Noch am Boden nach dem Welcome Drink wurden übrigens die Amenity Kits verteilt. Allerdings sind diese ja hier, ich sag mal so, versiegelt. Und Stefan hat es in seinem Alitalia Flight Report ja detailliert gezeigt. Ich möchte das aus einem Grund nicht aufmachen. Auf Fantreffen oder wenn wir Zuschauer irgendwo am Flughafen oder unterwegs treffen und wir Amenity Kits mithaben und ganz ehrlich, ich verrate euch in diesem Flight Report oder in diesem Video ein paar Geheimnisse. Wir haben beispielsweise öfter mal in Städten unterwegs Amenity Kits dabei, weil uns oft Leute ansprechen, in Bangkok beispielsweise, Khao San Road, kurz vor Mitternacht oder lass es 1 Uhr Nacht gewesen sein, und spricht uns jemand an und wir möchten die dann einfach herschenken an jemanden, der Hallo sagt. Und genau deswegen lasse ich es jetzt mal verschlossen und nehme es mit nach Hause. Ich frage, ob ich noch eins kriege, aber Alitalia, da muss der Stefan schon ganz schön seinen Charme spielen lassen. Ja, wer sich also interessiert, um es kurz zu machen, was da drin ist, der schaut am besten Stefans Video an. Und warum ich immer sage, und das ist das nächste Geheimnis, Stefan macht dies, Stefan macht jenes, der schneidet die Videos und der macht das immer alles so mit dem Ganzen. Und den Hintergrund, wie das Vorschaubild, die Bilder, das Schreiben, die Technik, die Instagram-Posts, die Facebook-Posts, die mache beispielsweise ich. Oh, gerade wurden wie beim letzten Mal die 50 MB-Gutscheine für das Wi-Fi verteilt. Ja, schauen wir mal, wie es funktioniert und ob es funktioniert. Was haben wir denn hier? Wi-Fi on board. Oh, es geht aber fix. Übrigens geht der USB-Anschluss zum Laden, wie beim letzten Mal, bei Stefan auch nicht. Ich hole gleich mein Ladegerät, denn die Steckdose leuchtet grün. Die funktioniert auf jeden Fall. Connecting, please wait. Ach du Scheiße, alles auf Italienisch. Ach, da oben. Dann würde ich mal sagen, choose roaming partner, iPass, und gehe mit meinem iPass online hier. Die 50 MB kann ich mir sparen. Okay, ich bin online und das war's. Immer noch nichts zu trinken da. Ich bin mir sicher, das letzte Mal gab es Slipper. Vielleicht verteilen sie die noch. Alternativ habe ich mir meine Lufthansa First Class Slipper mitgebracht. Die habe ich immer dabei, denn auf die Toilette gehe ich definitiv nicht mehr ohne Schuhe.
Und da ist das nächste Geheimnis, was niemand weiß, soll auch niemand wissen, aber hey, ist ja nicht Stefans Flight Report. Und deshalb, ich bin einmal, ich weiß nicht bei welcher Airline, es war Richtung Asien, irgendwie chinesische vielleicht, ich bin mir nicht sicher, ich will es nicht verschreien, auf die Toilette gegangen, hatte bloß diese blöden Socken an und ich schwöre euch, nie wieder. Ihr könnt euch vorstellen, wo ich reingetreten bin, wo es rausgelaufen ist, wonach es gestunken hat, was ich im Flieger gemacht habe, meine Socken gewechselt, ich tue es nie wieder. Deswegen empfiehlt Stefan vermutlich seither immer Schuhe anziehen. Ja, man ist selber schuld, hätte ich auch wissen müssen. Ist auch nur einmal passiert. Und wenn jemals ich mit diesen Schuhen irgendwo reintrete, schmeiße ich sie weg. Gottes Willen. Hinter mir geht hier was ab. So schnell bin ich gar nicht. So. Der Aperitif ist gerade gekommen. Ich habe mir bestellt, ich muss nochmal nachsehen. Ich habe nämlich bewusst nicht Aperol Spritz, sondern Campari Spritz bestellt. Dazu gibt es so hier diese Knabbereien. Thank you. Und das obligatorische heiße Tuch. Mein Campari Spritz. Selber schuld, wenn man das Falsche bestellt. Gleich gibt es noch eine warme Milch mit Honig. Muss ja nicht immer Alkohol sein, ne? Und machen sie mir extra, haben sie auch da, hat sie gesagt. Ja, spätestens dann als Nachtisch, denn ich habe tatsächlich nur Salat als Vorspeise, zweimal Nudeln und nichts mehr bestellt. Warme Milch mit Honig und dann gehe ich schön schlafen hier. Meine Flugbegleiterin ist echt super nett. Bis jetzt, sie spricht kein Wort mit mir, also ich bedanke mich immer, aber ich sage thank you und nicht grazie. Denn mehr als grazie und arrivederci, glaube ich, kann ich nicht auf Italienisch und das reicht beim besten Willen nicht. So, es scheint loszugehen. Und ich denke, jetzt ist es an der Zeit, zu meinem Korrespondenten, dem Stefan, zu schalten. Und zu fragen, Stefan, wie ist es denn bei dir auf dem Flug von Johannesburg mit Egyptair in der Business Class nach Kairo? Ja, das hört sich doch super an. Habe mir schon gedacht, dass die Italiener, die haben es einfach drauf mit dem Essen. Ich weiß es ja noch, du kannst dich besonders auf die Lounge in Rom freuen, das weiß ich. Mein Essen war auch ganz okay. Jetzt kein Mega-Highlight wie jetzt bei dir. Ich habe ein bisschen Fleisch gegessen. Ich habe eine leckere Vorspeise gehabt. Ja, und habe immer einen Sekt selber mitgebracht. Denn Egyptair ist ja nun mal eine trockene Airline. Hier bekommt man kein Alkohol oder auch kein Champagner-Sekt. Aber man kann es sich selbst mitbringen. Ja, das ist alles möglich. Gut, ich hoffe, du hast noch weiterhin einen tollen Flug mit Alitalia und wir sehen uns dann spätestens in Hannover. Grazie. Ja, sie schaut mich immer nur an. So. Kopfhörer auf Seite. Bei diesem Video können wir leider jetzt das mit den Fotos nicht machen, denn Stefan hat meine Sony Nex 5N, mit der ich normalerweise diese Fotos von dem Essen mache. Das heißt, ihr seht jetzt alles. Das ist mein Salat. Kohlenhydrate brauche ich jetzt keine. Mein Wein. Sehr schwere Salz- und Pfefferstreuer. Und wie üblich hier, also ich finde das ganz nett gemacht, muss ich sagen. Meine Vorspeise hier bei Alitalia. Das Schöne ist, falls ihr es noch nicht gesehen habt bei Stefans Video, es wird von hinten begonnen. Das heißt, ich habe einen kleinen Vorteil hier in der letzten Reihe mit meinem Essen. Und man muss dazu sagen, lasst mich mal kurz gucken, weil ich weiß nicht genau, die Regionen in Italien, das weiß mein Freund Toni vom Ristorante Palladino in Langenhagen viel besser. Einer meiner sehr guten Freunde und ein sehr gutes Restaurant übrigens. Ach übrigens, ja, hier steht's, Umbria. Wir haben Spezialitäten von Umbria. Apropos Toni, der hat das auch öfter. Und wer mal richtig gut essen will, mal jetzt einfach mal ganz dreist
Werbung dafür. Ristorante Palladino in Langenhagen. Und schauen wir mal, wie die Vorspeise so sein wird. Also einen Knoten kann ich jetzt nicht entknoten. Wollen sehen. Auf Italienisch hört sich das bestimmt total toll an. Aber es ist einfach ein Seafood Salad, würde ich sagen, weil es steht nur Sea Salad drin. Also Fisch, ja. Ich finde einfach, manchmal hört sich das Italienische einfach besser an als das Deutsche und ja, das war's. Thank you. So, wo ist mein Mikro? Ach, das ist dran. Ich habe meine erste Portion Nudeln bekommen. Wenn ich jetzt sage, es sieht nicht so schön aus wie in Italien, also als wir in Rom gestartet sind das letzte Mal, dann nehmt es mir bitte nicht übel. Schaut mal den Flight Report von Stefan und die Fotos, die ich hoffentlich gemacht habe. Ich will ja nichts sagen. Lasst es uns probieren. Nein. Dominik motzt, da ist es wieder. Ja, man kann darüber streiten. Airline Catering. Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Als wir ab Rom geflogen sind, waren die Pasta al dente. Und al dente bedeutet, wie in der faszinierenden Lounge in Rom, dass es bissfest ist. Und ich hatte damals noch gesagt, ich weiß nicht, ob er das rausgeschnitten hat oder nicht, es war richtig bissfest. Das heißt, die Pasta ist nicht so wie in Deutschland, sondern wenn man drauf beißt, es ist ein bisschen hart, völlig ungewohnt, sage ich jetzt mal. Das ist so typisch, ja, wie man es in Deutschland kennt. Upsi. Oder für so Parmesan-Chunkies wie mich. Das schmeckt natürlich, also der Parmesan ist, soweit ich das jetzt hier in der Höhe beurteilen kann, recht gut. Kein großer Unterschied zur Lounge in Rom. Ja, mal sehen, wie die zweite Portion Pasta so sein wird. Yes, please. And double it. I love Parmesan. Thank you so much. So, das sind jetzt 。Ganz ehrlich, es riecht wie... Nein, ich möchte das gar nicht beurteilen. Es ist die zweite Portion Nudeln und ich bin froh, dass es nur so wenig ist, denn ich freue mich ganz ehrlich auf die Lounge in 8 Stunden 15 Minuten. Ich muss noch schlafen und ich werde gleich fragen, ob ich nach vorne switchen kann, denn der Platz 4J, den mir Stefan laut iMessage tatsächlich reserviert hat, wenn der frei ist, gehe ich davor, dann kann die Crew hier sitzen und resten. Auf der anderen Seite ist, ja, da ist gerade die erste Crew, die schlafen möchte. Ich erzähle auch nur Mist, ne? Also Stefans Flight Reports sind vielleicht interessanter, aber naja. Oh, das ist lecker. Also Champignons, Speck, Parmesan, Tomaten, ja, das können sie, die Italiener. Sehr lecker. Ich bin ja nicht sicher, was Stefan auf seinem Egyptair-Flug bekommt, aber ich bin zufrieden. Nach dieser Pasta werde ich 8 Stunden, 5 Minuten noch, 7 Stunden schlafen. Frühstück lasse ich aus, Leute. Ich lasse auch die Toilette aus, weil schaut euch einfach das Video von Stefan an. Ich verrate lieber ein paar Geheimnisse hier auf diesem Flug und ja, das ist genau das, was ich euch zeigen wollte. Viel mehr gibt es hier nicht. Ich hoffe, ich kann auch nach vorne wechseln, sodass die Crew hier schlafen kann und ich einfach einen Platz weiter vorne, weiter weg vor allem von der Galley bekomme. Schauen wir mal. Das Essen ist nun vorbei. Ich habe auf den Nachtisch verzichtet. Ich hatte eine Vorspeise, diesen Meeresfrüchtesalat,
der sieht ein bisschen aus wie Bud Spencer. Ich zeige ihn euch nicht, aus Datenschutzgründen. Und dann zweimal Pasta, völlig verrückt. Die Flugbegleiterin hat genauso geguckt, wahrscheinlich wie manche von euch. Und ich denke jetzt, ich werde jetzt ein bisschen schlafen. Ich glaube, ich wechsle den Platz nicht. Ich bleibe erstmal hier, mache meine Stöpsel rein und zur allergrößten Not mache ich noch die Kopfhörer drauf. Und ja, wir sehen uns morgen früh. Mach mal kurz ein bisschen Licht, ich sehe bestimmt total zerknittert aus. Das war also der Flug mit Alitalia. Ich ganz alleine und ich muss sagen, ich bin jetzt gerade aufgewacht. Film kann ich nicht zu Ende schauen. Wir haben noch 30 Minuten bis Rom. Boah, bisschen seltsam, aber ich habe tatsächlich, ich schätze, 7,5 Stunden geschlafen. Das letzte Mal hatten wir noch irgendwie 8 Stunden. Wow, ja, also schlafen kann man. Ich hatte drei Kissen. Die sind aber auch relativ schmal. Dann geht es. Und 2 solche Rollen. Also insofern, Frühstück habe ich nicht mitbekommen. Es war dann irgendwie ein bisschen Hektik in der Kabine, das habe ich wohl gemerkt. Aber ja, Frühstück habe ich dann ausgelassen. Dafür steht jetzt die Lounge zur Verfügung, obwohl ich gar keinen Hunger habe. Und ich bin gespannt, wie Stefans Flug war. Für mich geht es jetzt weiter mit Alitalia nach Amsterdam und dann von Amsterdam nach Hannover mit KLM. Und Stefan fliegt über London mit British Airways dann zurück nach Hannover. Ja, mal ein bisschen anders mit mir. Viel mehr konnte ich gar nicht verraten. Ich wollte jetzt noch was sagen. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und der richtige Flight Report mit allen Details natürlich von Stefan. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte. Irgendwas wollte ich sagen. Nicht dick aussehen. Ich glaube, das passt so. Fest angeschnallt, aber ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Scheiße. Ich wollte irgendwas sagen, aber ich weiß nicht was.